Jenny! Was denn? Musst du immer, wo du gehst und stehst, alles fallen lassen? Hier! Schmeiß sie nicht so, die sind neu! Hier, ihr könnt schon mal den Tisch decken. Es steht schon in der Bibel, dass der Mensch am siebten Tag ruhen soll. Seit wann bist du bibelfest? Nur sonntags, wenn es ums Arbeiten geht. Halt die Klappe. Müsst ihr euch immer streiten? Wenn er mal so blöde Sprüche macht? Ich sage nur die Wahrheit. Ja, klar. Sag mal, können wir jetzt mal in Ruhe frühstücken? Warum hackt ihr eigentlich alle auf mir herum? Ja, wer hackt denn hier? Na, ihr alle. Schatz, ich glaube, wir sind selber schuld, dass das hier so läuft. Wieso? Na, ist doch kein Wunder, dass sie sich vorkommen wie im Hotel, wenn du sie von vorne bis hinten bedienst. Ach, jetzt bin ich wohl schuld. Jedenfalls wird es wirklich Zeit, dass die beiden endlich ausziehen. Ja, dann werde ich mit den beiden mal ein ernstes Gespräch führen, nicht? Und ich möchte nicht, dass du mir dabei in den Rücken fällst, hörst du? Nein, natürlich nicht. Hm, Mutterliebe geht manchmal seltsame Wege. Auf unsere Freiheit, Schatz. Hm? Das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Alle weg. Hä? Papa! Ja, mein Kind. Ich bin mit einer Kawasaki da. Du kannst doch nicht immer aus deinem Altersheim abhauen. Seniorenresidenz. Na und, wo willst du jetzt hin? Zu euch. Wofür hat man schließlich Kinder? Gertrud! Auf Anhieb richtig geraten. Hallo, Schwiegertöchterchen. Also, du hast dich auch schon mal mehr gefreut, mich zu sehen. Nein, ich freue mich. So, dann sag das mal deinem Gesicht weiter. Stell dir vor, ich habe zu Hause einen Wasserrohrbruch. Bei mir sieht's aus wie in Venedig. Und da habe ich mir gedacht, ich komme erst einmal zu euch, bis der Schaden behoben ist. Wozu hat man schließlich Kinder? Ich dreh hier noch.